Da waren noch keine Kameras. Ja. Was ist Marine? Schon genug? Das sieht mir aus wie... Eric. Das könnte unser letztes Mal sein. Nach den Ereignissen am Checkpoint. Ich dachte, das war's. Dankeschön. Die letzten Wochen, du hast mir gut getan. Wer weiß, wo ich ohne dich wäre. Rachel King. Saftig. Colonel King ist auf dem Stützpunkt, Ma'am. Er ist gleich im Besprechungszimmer. 5 Minuten. Er ist da. Zu früh. Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an. Rachel, erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric seid seit einem Jahr getrennt. Was da auch war, es muss vorbei sein. Ehrlich. Es ist einfach kein guter Zeitpunkt. Es ist nie ein guter Zeitpunkt. Bald, Nick. Versprochen. Bald. Oh. Auf zur Besprechung. Shit. Ich glaube, das Gesicht ist auch Ashley Tisdale. Also es stand ja auch Staring Ashley Tisdale. Okay. So, was habe ich denn jetzt hier? Wir sind übrigens an verschiedenen Orten gerade. Deswegen mute ich mich mal. Okay. Verschlusssache, vertraulich. Datum 23.03.2003. An Rachel King von Einsatzleiter James Horn betreffend Einsatz im Camp Slayer. Der Director of Operations bestätigt hiermit ihren Einsatz im Irak zur Unterstützung der Civil Group bei der Suche nach Massenvernichtungswaffen, Weapons of Mass Destruction, VMD. Verantwortlichkeiten. Leitung von Einsätzen als amtierender CO der US Marine Force Raccoon. Auswertung von Satellitenaufnahmen aus dem Kaleos-Programm zur Aufspürung von WMD-Lagerstätten, Aufbau von Kooperationen zwischen Rebellen und Koalitionsstreitkräften. Ihr Einsatz beginnt am 25. März um 8 Uhr. Die sichere Anreise von ihrem Büro zu Langley Air Force Base wird für sie organisiert. James Horn. Erik auf dem Stützpunkt, neue Satellitendaten. Ah, okay. Das heißt, das ist unser Work hier an der Stelle. Wir haben hier vorne noch ein paar andere Sachen, die wir uns angucken können. Wir haben hier nochmal, was haben wir hier? Rachel und Eric. Ah, ein Foto von mir und meinem Mann, während ich einen anderen knutsche. Okay. Oh, das ist mein Ehering, glaube ich. Oh, Eric. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Eigentlich wollte ich ihn wegpacken, aber... Und jetzt haben wir ihn wohl doch mit. Ups. Also wenn da steht, du wartest auf den anderen Spieler, bin ich einfach noch nicht so weit. Nee, es stand nichts dabei. Es war einfach nur ein Standbild. Colonel King. Ah, okay. Aber es ist jetzt wieder da. Mrs. King. Ah. Ach, du bist Rachel. Ja, ist das ein Problem? Nee. Lieutenant Colonel, was? Hat
sich die Arbeit doch gelohnt, was? Gab's da Zweifel? Das ist jetzt mein Team. Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von CENTCOM, die Taskforce zu übernehmen. Autsch. Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch. Lieutenant Kolchak, wären Sie so nett? Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Ich brauche Netzwerkzugang. Ich stelle Sie durch. Name? Dr. Stokes. Oder nur Clarice. Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Du hast was gefunden? Ah, ist das ätzend. Ryoka ist Rachel. Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer so, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Oh. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auffliegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Alter. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Alter! Okay, das reicht. Sir, ich will ja nur einschlagen. Was meinen Sie? Ich beantrage Luftunterstützung für alle Fälle. Was denn jetzt? Unsere Vögel fliegen unter dem Radar. Das Lager ist im Sagros-Gebirge. Wir haben ausreichend Deckung. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück, startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Deswegen führen wir Krieg. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Hm. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Süßer, eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich hab da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen Sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Hm. Ich riech Bock auf dich. Ich bin besorgt. Und? Das Team kennt sich doch kaum.
Und du willst sie 500 Klicks weit in ein Banditengebiet hineinschicken? Voreilig. Sie sind noch nicht mal annähernd bereit. Sie sind doch Force Recon, oder nicht? Bereit zu sein ist ihr Job. Keine Zeit für Planänderungen. Nur so kommen wir wieder nach Hause, Rachel. Denk noch mal drüber nach. Nein. Meine Entscheidung steht fest. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen, war nicht meine Entscheidung. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Lass mich bitte ausreden. Romantisch. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Mm. Ich wollte dich immer bei mir haben. Mm. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten, es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Bitte, Eric. Wir reden, wenn wir Zeit haben. Aber nicht hier. Und nicht so. Du trägst noch deinen Ehering. Hey, vorsichtig damit! Oh Mist, sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? UV-Licht. Wir suchen damit nach Sprengstoffen. Darf ich mal? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Prüf die Geräte. Und zwar doppelt. Ja, verstanden. Ich bin irgendwie verwirrt. Hm? Warum? Das Ding ist, hast du mitbekommen, wer die andere Frau ist? Nee. Ah, okay. Dann sag ich es ja auch nicht. Nee. Hier sind super viele Sachen zum Angucken. Ja, ich bin auch schon am Gucken. Übrigens kann ich hier schon wieder was lesen. Darf ich vorlesen? Ja, hau rein. Logo von Centcom betrifft dringende Ereignisse. Okay, wir sehen das gerade mit jemandem, oder? Ja, sorry, das wollte ich nicht machen. Ich wollte nur was anschauen. Sind Sie okay? Hast du? Nee, sorry, ich bin in eine Sequenz gerutscht, ohne dass ich wollte. Standard 40 mm Phosphorpatrone. Zur Zielmarkierung, Verneblung oder um Zimmer zu räumen. Wirkt klein, aber produziert eine Menge Rauch und brennt wie Hölle. Danke für die Nachhilfe. Prüfen wir alles nochmal. Ich wollte nur was untersuchen und plötzlich hat mich der Dude angequatscht. Ich greife jetzt nichts ein, jetzt darfst du lesen, tut mir leid. Ja, wir können das auch alle für uns selber machen. Nee, lies gern vor, ich mag das. Ich bin jetzt schon weggegangen. Ich habe jetzt ein anderes. Okay. Einen anderen Zettel in der Hand. Aber den kann ich auch vorlesen. Lies ihn gerne vor. Okay. Betreff Missionsziele der Survey Group. An Amt des Direktors der CIA. Amt des Direktors der CIA. Die Missionsziele der Survey Group lauten: erstens, Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition US-UK aus Australia oder? Ja, doch. Weil out wäre Österreich, ne? Genau. Out wäre Österreich, ja, genau. Zweitens, Auswertung von Geheimdienstinformationen zum Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung von Personal, Einrichtungen und Tätigkeiten in Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen, WMD. Drittens, Organisation und Leitung von Militäreinsätzen zur Entdeckung und Sicherstellung von WMD-Lagerstätten im Irak. Die Survey Group untersteht in direkter Linie CENTCOM und dem Director der CIA. Missionsergebnisse zur Unterstützung von Operation Iraqi Freedom sollen am 1.6.2003 vierteljährlich veröffentlicht werden.
Cool. So, ich habe Logo von CENTCOM. Betrefft dringende Ergebnisse. Erfolg erforderlich. An amtierende CEO Rachel King. Vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Survey Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Erstens, unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht von Völkerrecht gedeckt. Zweitens. Mit Beendigung der Kampfhandlungen steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Drittens. Unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift Simon Fuller SG, Einsatzleitung Director of Human Intelligence DIA. Streng vertraulich. Auf dem Rückpapier ist nichts, aber es ist schön, dass so ein direkt streng vertrauliches Dingsterbums da einfach mittendrin am Tisch liegt. Okay. Ich habe hier noch so eine Zeitung gefunden mit einem lustigen Bild von George W. Bush drauf. Mission accomplished. President Bush declares end of hostilities in Iraq. American Overseas. Mission abgeschlossen. Präsident Bush erklärt Kampfhandlungen im Irak für beendet. Manny Sherman hingerichtet. Mörder war in den letzten Stunden unkooperativ. Mhm. Das war so eine Zeitung, die hier irgendwo hinten liegt. Nice. So, ich muss ganz kurz ein Gespräch führen. Oh, das muss ich auch noch führen. Mann, Rachel. Sie sehen so sauer aus wie diese Jungs. Was ist? Beschissener Morgen. Ja, er hat gut Staub aufgewirbelt, was? Warum haben Sie mir das nie gesagt? Wir kennen uns von der Akademie. Sie wissen schon. Unzertrennlich, nur Augen füreinander. Hand in Hand bereit, die Welt zu erobern. Ja, das klingt ziemlich erbärmlich. Nach seinem Unfall hat Eric jede Sekunde an Kelos gearbeitet. Und für mich kam Langley. Und so haben wir uns langsam auseinandergelebt. Bis jetzt, was? Dankeschön, Hoffmann, für die 2 Monate. Ja. Dankeschön, dankeschön. Für die 2 Subs, Download dankeschön, fertig. Dankeschön. Download fertig, ja. Ich hab gar nicht alles angeguckt. Waren zu langsam. Was? Was? Du willst mich was fragen. Das kann ich dir genau ansehen. Was hältst du von ihm? Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Hat richtig Rückgrat und zeigt es uns auch. Aber muss ja nichts Schlechtes sein. Im Gegenteil. Wohl eher einen Stock im Arsch. Dankeschön für die 400 Bits. Glaub mir, wo wir hingehen, brauchen wir einen, der alles im Griff hat. Und Dankeschön, ein Korn auf Reis für den Zap. Dankeschön, Dankeschön. Bist du im Heli? Nee. Okay, dann mute ich mich. Hallo, Ralf. Zane! Einer geht! Zane? Herr Zane Ottmann, 3. März 2003. Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Highgate University im Studiengang Mythologie Bachelor für das akademische Jahr 2003-2004 wurde angenommen. Das Semester beginnt am 2. September 2003.
Für den Antritt des Studienplatzes müssen die nachfolgenden Bedingungen erfüllt werden. Andernfalls werden Sie dieses Studium nicht antreten dürfen. Erstens, Abschluss Ihres College-Studiums mit dem erwarteten Notendurchschnitt 1,3. Erteilung eines Studentenvisums für das Vereinigte Königreich. Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage Ihren Visumantrag und Umzug in das Vereinigte Königreich verkomplizieren könnte. Wir möchten Ihnen versichern, dass unsere Fakultät Ihren Visumsantrag nach bestem Vermögen unterstützen wird. Seit 120 Jahren hilft die Highgate University talentierten jungen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dabei, auf persönlicher Ebene in der akademischen Welt sowie im Arbeitsleben Erfolg zu haben. Wir freuen uns darauf, Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu begleiten. Mit freundlichen Grüßen, Andrew McAllister, Director of Admissions. Ah. Du hast etwas geschafft, was noch keiner in dieser Familie geschafft hat. Ich bin so stolz auf dich, Zane. Und jetzt hol dir den Abschluss. Mit Liebe, Papa. Oh, wie süß. Nee, es geht nicht ums Brieflesen, aber man kriegt halt viel Story mit, wenn man Sachen liest. Das macht mich bei allen Story-Geschichten so. Warum sollte ich das auch nicht machen? Und Dankeschön, Freak hier. Dankeschön, Aaron. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Danke, 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 danke schön. Danke für die 5 Subs. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Mein Sohn wird erwachsen. Mit Liebe, Papa. Ah, okay, wir sind offensichtlich der Papa und wir sind sehr stolz auf unseren Sohn, weil er studieren gehen wird. Ist das die Mutter? Es sieht ein bisschen so aus. Hier noch was zum Anschauen. Okay. Hier ist nichts. Boah, die Steuerung in diesen engen Räumen ist ein bisschen unangenehm. Sehen? Sehen, Tanny. Ja, aber. Hallo. Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkum. Abu Zain. Taban. رجعت؟ أي رجعت. هو زين مع. مع. هو زين مع ابنك؟ ايوه طارق هما مع بعض راحوا ياخدوا الاتوبيس بقالهم ساعه كله بخير لا لا كله تمام اصله كان عيد ميلاده وانا جبت له هديه دينيه كويسه لما يرجع ابعتهولي حالا ما اقدرش اقول امتى هيجوا انت عارف الولاد اي وقت ابعته لي لو سمحتي طبعا لا 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 يا ديني مش دلوقتي كابتن بصري اهلا انا ملازم لازم اتحرك على طول انت بتقول ايه سعادتك العدو جاي يا سليم العدو جاي علينا دلوقتي العدو يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا لا ده كلام فارغ محدش اتسلم العدو جاي ودي ارضنا واحنا لازم نتعرب ليها شايفينهم مطلوب تاكيد يلا شوف جايين علينا بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا تمام يا فندم هرجع البيت قريب خلاص يا دار دي اخر مهمه Ich habe das Gefühl, dass wir unseren Sohn nicht wirklich wiedersehen werden.
تاخدوش على عين كابتن بص هناك يعني سحن الخنازير بيطيروا هيهبط Kalle Kuschinski ist Jason. أهم حاجة عندك حارب عشان انت هتبعتنا للموت انا مش هضحي في نفسي ابني محتاج ابوه عبيط خليك موطي يشوفوك احنا في موقف وحش خد دول خلي عينك على الامريكان عندهم حد رجع بجنينة يبقى هنقتله هو الأول ما كانوش لطاف الخنازير دول بيضربوا الأول بعدين بيتكلموا هقول لك كده هيدفعوا جامد لإقرابهم Hab ich mir schon angeschaut. Das haben wir auch schon gesehen. Habe ich noch irgendwas übersehen? Das haben wir auch schon. Das haben wir auch schon. Ich glaube, ich habe alles gesehen jetzt. Den haben wir auch, oder? Na, das ist der eine Stützpunkt. Ist das da oben? انا مش فاهم هم هناك ليه يمكن بيدوروا على مخبأ صدام وانت تفتكر صدام هناك لا بس يمكن الراعيين دول عارفين مكان قصدك ايه رجالتنا هناك ولو انت بتتكلم بجد الوقت مناسب نفجئهم انا بأمرك تضرب يا ملازم ده انتحار احنا فقدنا المفاجأة ايوه بس يا كابتن انا اديتك امر يا ملازم اضرب بسرعة اضرب ده مش صح يلا يا سليم بنحارب النار بالنار مش زي كده مش دلوقتي لو حاربنا دلوقتي كلنا هنموت احنا في حرب الوطن رايحة في داهية تحت عينينا انت دخلت الجيش ليه لو انت خايف تمسك سلاح
Arschlöcher! Fuck! Scheiße, beschissener Scheiß! Ich wollte das gar nicht machen. Hätte ich die Wahl gehabt, nicht abzudrücken? Ich weiß gar nicht. Echt, ich hätte nicht abdrücken müssen. Ach, scheiße. Ich vergesse immer, dass man auch Zeit ablaufen lassen kann. Fick dich, fick dich, fick dich. هنعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي نخلص الشغلانة. اطلعوا! اضربوهم جيم! اقتلوا كل واحد من الكنة دول! لما الكنة ضعفوا! لازم نضرب جيم! لو في حاجة يا كابتن! لا يا ملازم! تمام! أنا هرفض إن أموت عشانك! أنا عندي ابني! ابنك حرامي ومصدوم ملوش اي فايدة ألفظ اسم ابني على لسانك تاني Nein, Kacke. Ah, nicht gut. Nein! Oh! Ich hab mich einmal verklickt. Ich hatte so Stress. Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Gegen Lagebericht zum Feindkontakt. Over. Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geht es noch schlimmer? Geht das noch schlimmer? Ja. Schieß nicht daneben. Schluss mit dem.
Rachel! Rachel! Scheiße! Ekelhaft, wenn du in so einen Mund reinfällst, ne? Ihhh. Einfach ein riesiger Steinmund darunter. Ew.